Hallo Menschies. By the way, lustig, aber. Wieso redet sie so? Oh, sorry, ich werde ab jetzt nur noch so reden. Oh mein Gott! Hallo meine Minecraft-Freunde! Hallo! Oh mein Gott! Ist das angenehmer? Wie ich? Das wäre ja total delusional. Zu meinem kleinen... zu meinem Heu... Was ist los mit euch? Jetzt das Mikro auf volle, volle Lautstärke. Ich knack mich jetzt. Wait. Ein Hauspenguin. Komm. Yes, yes. Yes, yes. Ja, ja. Ich kann dich hier nicht fallen lassen, Bruder. Ja. Ja, jetzt bin ich auch ratlos. Ja. Ja, was machen wir jetzt? Oh. Penguins! Let's go, let's go, let's go! Nein, ich will hoch zu euch, meine Freunde. Meine Freunde! Nein, wieso komme ich nicht... Nein! Oh ja, jetzt bin ich da. Und ich hatte damals, glaube ich, so aus Fun einfach gepostet, dieses Jahr will ich 500 mal Sex. Und wenn... ich weiß nicht mehr, was genau ich gepostet habe. Irgendwas wie, wenn Alex was an mir liegt, dann muss er da mitmachen. Prioritäten sind wichtig und so. Und 500 mal Sex jedenfalls. Und ich glaube, ich hatte dann tatsächlich, also ich fand das irre, also ich fand es irre lustig. So, Spoiler, ich habe nicht wirklich vor, irgendwie mit Alex Schluss zu machen, wenn er nicht 500 mal mit mir Sex hat dieses Jahr. Aber ihr müsst jetzt weghören, wenn ihr damit nicht comfy seid. Ich glaube, wir hatten am ersten Tag irgendwie zweimal Sex. Oder dreimal? Keine Ahnung. Und ich hatte dann auf Twitter einfach gepostet, so... Okay, Counter ist bei 2. Oder so. Und irgendwie am nächsten Tag hat mich jemand angeschrieben. So imagine. So, mich hat jemand angeschrieben. Und hat mir gesagt, Selfie. Leute finden das problematisch, dass du einen Counter auf Twitter einrichtest für deinen Sex. Und dann habe ich halt auch auf die Tweets geklickt, die mir da geschickt wurden. Und ich dachte mir nur so. Bro! Da waren legit Leute, die meinten so, also ich finde das too much, wie viel sie über ihr Sexleben redet. Sowas ist privat. Sowas ist ein Thema! Und ich dachte mir die ganze Zeit nur so.